So. So, ich will mit dir reden. Nur noch eine Hüterin und ich sorge mich um sie. Emiril bewacht das Gebiet, welches Rilis Gefängnis am nächsten liegt. Die beiden haben ein angespanntes Verhältnis. Von uns allen würde der Sippenhochfürst den heftigsten Groll gegenüber Emiril hegen. Je eher ihr sie findet, umso besser. Wo ist Emiril? Sie ist im tiefsten Teil der Verbannungszellen. Ich habe den Anfang eines Zaubers ersonnen, um mit Rilis fertig zu werden. Und wir werden Emiril brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Okay, wir suchen nach ihr. Ihm ist... Dim 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 dim. Ob ich mich gerade dezent erschrocken habe? Oh, Monster. Okay. Let's get ready to rumble. Ah, oh, mein Fuß juckt schon wieder. Ah. Oh. Ich hasse es, wenn mein Fuß juckt. Das ist immer so zu den ungünstigsten Augenblicken. Da drüben geht's weiter. Also dafür kriege ich auf jeden Fall meine Daily eigentlich, also meine Weekly, glaube ich, durch. Warte mal. 166 von 250. Achso, das ist nichts. Läuft gut, würde ich sagen. Pro kommt jetzt gleich der nächste Boss. Mach schon mal Lucky Lucky. Oh, yo. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Erstmal die Kleinen.
Oh Gott, und raus. Und Heilung. Ob der Boss anstrengend ist? Also nicht schwierig, einfach nur anstrengend. Das ist nicht jetzt. Ach komm, hör doch mal auf, deine Leute zu beschwören. Ja, komm. Sehr schön. Ich sehe sie. Hoffen wir, dass sie noch lebt. Wir brauchen sie heute noch. Mit ein wenig Wiederherstellungsmagie wird es ihr wieder gut gehen. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir mit dem Sippenhochfürsten umgehen. So. Wie halten wir ihn gefangen, wenn wir ihn besiegen sollten? Ist leider auch schlechter. Wenn wir dädrische Magie kontrollieren können, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Was denkt ihr, Cirion? Feuer mit Feuer bekämpfen? Aber wir haben es bald. Seid still, Vomaniel. Mit diesen Gedanken beleidigt ihr euer Erbe. Gefällt euch das Schicksal des Sippenhochfürsten so sehr? Wir folgen meinem Plan und teilen seine Essenz zwischen uns auf. Er kann seinem Gefängnis nicht entkommen, wenn er nicht ein Ganzes ist. Glück, dass keiner tot ist, aber ich fürchte, meine Hüter sind verzweifelt und feige geworden. Habt ihr Voraniels Bemerkung gehört? Dädrische Kräfte nutzen? Frevelhaft. Wir müssen Rilis zurück in sein Gefängnis bringen, bevor meine Hüter etwas tun, was sie bereuen werden. Wie kann ich dabei helfen, Rilis einzusperren? Vor seiner Flucht hielten wir Rilis Seele in einem einzelnen Stein der Bindung gefangen, der von Hüter an Hüter weitergegeben wurde. Jahrhundertelang war dieser Stein sein Gefängnis. Mhm. Wir werden ihn wieder in Stein bannen, doch dieses Mal zerstückelt. Zerhackstückelt? Was meint ihr? Es ist nicht so makaber, wie es klingt. Er hat keinen Körper. Ich spreche von seiner Seele. Die Hüter werden seine Essenz nicht in einen, sondern in vier Steine der Bindung übertragen, um seine Macht zu spalten. In diesem Zustand ist er kaum noch bei Bewusstsein und kann ganz gewiss keine Dedra mehr beschwören. Was kann ich für euch tun? Vor euch liegt die schwerste Aufgabe. Ihr müsst für mich Rilis finden und ihn besiegen, wenn ihr könnt.
Nun gut, ich werde mich dem Sippenhochfürsten stellen. Geht sofort weiter. Wo müssen wir lang? Da lang. Was macht Kitty da? Ah! Ich würde gerade fragen, so, hä? Was tut es da? Hm. Achso, nee, das ist ein Heilungsstab. Aber das hier kann ich. Da brauche ich nicht. Ich muss gerade ein bisschen darauf achten, dass ich nichts Unnützes gerade mitnehme. Weil Inventarplatz. Huch. Okay, hier wird kein Boss sein. Erst hier würde ich sagen. Okay. Kurze Heilung draufpacken. Und weiter geht's. Oh. Warte mal, Kitty. Hab ich gesehen, dass du in deiner Tasche rumwühlst. Dass ich froh bin, dass ich heilen kann. Ich glaube, das würde das Ganze ein bisschen länger dauern. Oh. 28 bei 2 Hände. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Oh nein, da ist wieder so ein Viech. Oh. Ob ich die hasse? Warum muss man die mal zum richtigen Zeitpunkt blocken, die Viecher? Ich glaube, das wird noch nichts mit Boss sein. Der Boss wird, glaube ich, da unter sein. Okay. Oh, Gott. Rein theoretisch bin ich gerade DD-Heiler. Also vom Schaden her. Als Tank würde ich mehr aushalten. Das ist so mein einziges Manko. Ich hatte ja überlegt, ob ich spontan mich tatsächlich als Tank-Heiler probiere, aber naja. Ich habe die Waffe da nicht mehr für. Die habe ich abgegeben. Du hast ein bisschen in die Box gepackt. Deswegen DD-Heiler. Klappt aber gut. Außer bei dem einen Boss. Der nächste kommt jetzt. Und der letzte, glaube ich.
Aber sieht nice aus. Gut, erstmal die da hinten, würde ich sagen. Noch nicht so nah an dem Instinkt dran. Ach, schade, es kommen doch alle. Egal. Ich hatte ja die Hoffnung, dass nur eine Gruppe kommt. Nein, sie müssen natürlich alle kommen. Wäre auch zu einfach. Ich finde es halt schwierig, sich für etwas zu entscheiden. Allein weil du halt ja nur, ich sag jetzt mal, 10 Slots hast, wo du deine Fähigkeiten reinpacken kannst. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, hier so richtig festzulegen. Aber ich glaube, der D-Heiler passt gerade perfekt. Ich glaube, da habe ich so das perfekte Mittelmaß. Ich brauche nur noch eine Zweitwaffe. Nein, scheiße. Kannst du nicht abbrechen. Seid ihr es, Sirion? Ich weiß nicht, ob ihr das Unheilsblut besiegt habt, aber ich schicke euch gern noch mehr davon. Ah, es sind die Außenseiter. Also haben die Hüter Angst. Also ich werde wahrscheinlich wirklich Heiler DD. Schön. Ihr werdet DD-Heiler. Stadt sterben. Die perfekte Verstärkung. Ja, das... Jetzt kämpfen wir gegen Rilis. Geil. Bereit? Okay. Servus. Mal sehen. Oh Gott, was kommt denn da jetzt? Okay. Ah. Oh. Oh, 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 böser. Böse Aui. Ganz böse Aui. Kann ich? Nee. Doch, wir haben es rechtzeitig geschafft. Geil. Oh, böse Aui. Mist. So dezent fehlt hier jetzt ein Limit Break. Wie aufs FF. Nein! Aua! Lass mich. Heute will ich kein Moose werden. Ich würde ja sagen, wenn er die Technik beibehält, dann wird es einfach, aber ich will mich noch nicht so früh freuen. Ach scheiße, ich habe vergessen zu blocken. Ja, halte ich einmal. Du kleines! Was wieder? Ach, du bist doch. Huso! Mopping. Okay. Komm her. Kugel.
Hallo? Das ist aber ein einfacher Boss dann, wenn jetzt wirklich nichts mehr kommt, außer die Technik. Blockt du trotzdem weggefahrt. Du bist doch ein kleines Affengesicht. Affenalarm! Haha! Komm her. Genau, feiner Boss. Feiner Rilis. Ah ne, Rigips ist er ja. Feiner Rigips. Ja. Trophäe Schattenriss. Einrichtung. Ja, amüsant. Habt ihr nicht gemerkt, dass der Pakt, den ich eingegangen bin, mich beschützt vor dem Tod? Ignoriert seine Worte, Hüter. Beginnt mit der Trennung. Sicher, nächste Stufe gibt es wieder ein Verlies. Was ich spielen kann. Was macht ihr da? Oh, ich sehe Magie so gern. Ist es das? Sehr stellen das Licht. Das ist nicht so toll wie die Zaubersprüche, die ich von den Daedra lerne. Gehe ich mal ein bisschen auf Heilung. Daran, Kinder. Ihr werdet mich nie dazu bringen, freiwillig hier zu bleiben. Nicht, wenn die Daedra für mich kämpfen. Vielleicht werdet ihr erfolgreicher, wenn ihr die Daedra an eurer Seite hättet. Sein Wahn nähert sich dem Delirium. Ignoriert ihn, Hüter. Fesselt den Sippenhochfürsten. Beim empirischen Licht. Die Hüter der Verbannungszellen verdammen Rilis den Zwölften zu unendlicher Gefangenschaft. Oh yeah! Anscheinend habt ihr gewonnen. Wie es scheint, sind die Tage der Freiheit des alten Rilis vorbei. Hm. Ich dachte, ihr sagtet, dass dieses Schwein nicht sprechen könnte. Er sollte nicht in der Lage sein, zusammenhängende Gedanken zu formulieren. Wir müssen ihn vor... Das Gefängnis ist nicht perfekt. Noch nicht. Aber wir haben Zeit und Rilis geht nirgendwo hin. Wird euer neues Gefängnis ihn halten? Dafür werde ich sorgen. Dank euch wird Rilis Tamriel nie wiedersehen. Wenn er an die Oberfläche geflohen wäre, wäre es fatal geworden. Ihr wart ein Segen für uns. Wir Hüter hätten unsere Leute im Stich gelassen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Wir müssen Rilis Gefängnis immer wieder verbessern. Aber selbst die Daedra sollten Probleme haben, ihn von 4 Bindungssteinen zu befreien. Ich auch nicht. Ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Aber mit dem Fähigkeitenpunkt kann ich was anfangen. Kann ich nochmal auf Heilung gehen, solange ihr euch im Bereich eures reinigenden Rituals unfokus. Ritual der Wiedergeburt, Lebensgeburt des Übergangs. Wie ist das? Du als
Weil des Übergangs. Halt ihr einen Verbündeten, der weniger als 15 jemand mit seinem Fähigkeiten gewährt ihr diesen eine ultimative Kraft. Ihr setzt euch für die Sache des göttlichen Ruhms um allen Feinden um euch herum Herrn Magikarob anzuwenden. Okay, ich werde aber einmal den Ritus verbessern. Das ist ein Schuss, was ihr einen letzten Schaden. Erlittenen Schaden verringert. Ja, was den erlittenen Schaden verringert, das klingt doch gut. Ich würde ihn nehmen. Ja gut, du bräuchtest ihn aber auch, wenn du Tank machst. Also, ich glaube, als Tank-DD dann. Da bräuchtest du dann auch schwer. Ich kann halt tatsächlich null mit anfangen. Leider. Schade, wie es ist. Ich würde gern schwere Rüstung tragen, die finde ich nicht am schönsten. Aber danach geht es leider nicht. Ja. Raus hier! Kostüm siehst du. Ich auch. Ich auch. Jo. Naja. Und für das andere müsste man dann Verbannungssend 2 nehmen. Das mache ich aber nicht mehr heute. Oh je. Ja, gut. Warte mal, ohne meins. Irgendwas lacht da. Ja, gut, meins geht sogar noch. Ja, wie gesagt, Verbannungszellen 2 mache ich dann beim nächsten Mal. Weil. Nee. Spät. Spät. Alter, was kann man hier noch alles kriegen aus den Verbannungszellen? Ach du Heilige. Naja. Oh je. Ah, nur Schwerrüstung. Monster-Trophäe. Gold an einen Händler. Ja, okay. Ich mag meinen Wappenrock. Ja, der ist cool. Der ist cool. Okay. Kitty, auf jeden Fall danke, dass du mitgekommen bist. Was für eine Hilfe. Ich habe mein erstes Verlies geschafft. Wir haben das erste Verlies geschafft. Voll toll. War noch nie in einem Verlies drin, das habe ich noch nie geschafft. No. War aber so. Es war schon. Knackig. Vor allem der eine Boss war knackig. Also der in der Mitte. Auch haben wir. No. Es war schon knackig. Es sind halt Verliese, die eigentlich für 4 Leute ausgelegt sind. Und wir waren zu zweit drin. Ne?
Von daher. Ich glaube, da sucht jemand eine Gruppe. Wir werden beobachtet. Ja, der wird da, glaube ich, auch rein. Denkt sie aber halt genau dasselbe, was ich mir immer gedacht habe. Ich kam halt nie weiter als bis zu den ersten Gegnern und ich dachte halt immer so, okay, ja gut, ich werde direkt platt gemacht, ja geil. Da brauche ich gar nicht weiter versuchen. Juhu. Ich finde das Hochzeitsoutfit. Ich find's cool. Aber worauf ich ganz stolz bin. Also ganz stolz. Ist das hier? Ist dieses Ding hier. Alter, wie viel Lack muss man eigentlich haben? In diesen Kisten kriegst du halt ganz selten mal diese ganz wertvollen Gegenstände, ne? Ganz selten kriegst du die mal. Alter. Ich hab die Scheiße einfach mal bekommen. Und für die Bestrebungen warte ich jetzt halt, dass ich mir dann halt diese Viecher holen kann. Ich hoffe, dass sie halt noch eine Weile da sind, die Sachen. Aber da sie neu sind, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Und von den Sachen hier möchte ich halt wirklich nur noch den Wolf haben. Die anderen beiden Sachen brauche ich nicht unbedingt. Aber der Wolf wäre halt nice. Weil den Sinn hier habe ich ja auch. Ich habe eine dritte Katze. Ja, das ist auch cool. Huch. Mein Leuchtekätzchen. Und du hast... Was denn? Ich weiß gar nicht, wie ich das komische Deckstück hier habe. Ich habe auch viele Mounts, wo ich gar nicht weiß, wo ich die habe. Aber ja, heute hatte ich echt Glück. Heute hatte ich echt Glück. Ju, aber... Das sollte noch nicht mal Hallo gesagt werden. Hä? Klar. Ach so. Ja, ich lock mich ja noch nicht aus. Ich beende ja nur den Stream. Ich kann auch nur im Stream Hallo zu dir sagen. Ich wäre nach dem Stream zu dir gekommen. Wenn du nur online bist. Bist du noch online? Ja, du bist noch online. Ich war nur in dem Verlies drin. Überfordert mich doch nicht. Mano. Kann doch nicht immer gleich zu euch kommen. Hier kommt ja auch keiner. Ich kann auch jetzt im Stream zu dir kommen, wenn du unbedingt willst. Ich bin jetzt mal nachgekommen. Ich will halt im Stream nichts vorwegnehmen. Von den Gebieten. Ich selber weiß ja, wo du rumläufst. Ich will halt nichts vorwegnehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich gehe ja so für Gebiet. Ich habe immer noch irgendeinen Katzenhaar in meinem Wimpern und ich krieg's nicht weg. Oh, ehrlich. Ju. Aber ich muss trotzdem einmal hier hin. Leute, ich habe nur eine Gilde. Ich habe keine Gilde. Also nicht in Lotro. ESO. Bei Lotro mit dem Eimschau auch nicht. Jo. Ja, lieber nach dem Stream. Wollen jetzt vor davon meinen. Eben. Deswegen, ich will halt nicht direkt ins nächste oder in ein anderes Gebiet. Allianz technisch. Deswegen.